Gefangen wie Hänsel und Gretel, wenn die Eltern das Problem sind. Das ist eine ganz schöne Überschrift und forciert ein Thema, mit dem ich sehr häufig damals vor Jahren zum Beginn der Kinder- und Jugendcoach-Angebote oft konfrontiert wurde. Nämlich die Überlegung oder die Frage, die ich hatte, ja, aber was mache ich denn? Kinder gehören doch nicht zum Coaching, die Eltern gehören doch ins Coaching, weil die Kinder sind doch die direkten Ergebnisse der Eltern. Und ich damals schon gesagt habe, ja, jein und nein. Also irgendwo ja, nein und manchmal. Weil im Grunde genommen ist es so, dass die Eltern, die ihr Kind zum Coaching bringen, ja fest der Überzeugung sind, dass ihr Kind das Problem hat und nicht sie. Und wenn ich dann nach Frau Meier sage, Mensch, Frau Meier, schön, dass Sie da sind, nach einem Gespräch, aber wir schicken jetzt Ihren Sohn mal auf den Spielplatz, kommen Sie mal mit rein, dann wird ein müdes Lächeln folgen und dann die Verabschiedung sagen, ich melde mich dann, dann haben wir eine Chance vertan. Und dass wir sagen, hey, dass wir den Kindern vielleicht in dem Coaching helfen können, wie es mit den Situationen, in denen es jeden Tag steckt, umgehen kann. Lehrer, Umfeld oder vielleicht auch mal Familiensituation. Und wir haben das schon häufig erlebt, dass wenn sich dort plötzlich etwas ändert und die Kinder auf vorhandene Muster plötzlich nicht mehr ansprechen, dass sich auch systemisch was ändert und so eine Mutter merkt, oh, vielleicht hat es ja auch was mit mir zu tun und plötzlich ist Gesprächsbedarf da. Und darüber hinaus es sehr viele Bereiche gibt, wo Kinder alleine ganz gut Coaching gebrauchen können. Beim Lernen, beim Selbstbewusstsein trainieren oder wenn so ein Blackout in der Schule ist, da können sie die Eltern coachen, so viel sie wollen. Dadurch ändert sich das Blackout nicht. Also es macht immer Sinn, auch hinzuschauen, welche wer braucht, wo wir Unterstützung und die dann auch zu liefern. Und wenn Sie das interessiert, der Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Kinder und Jugendliche, vielleicht Studenten zu unterstützen, zu coachen, dann lade ich Sie ein, schauen Sie sich auf der Website einfach mal um oder bewerben sich für eine der nächsten kommenden Ausbildungen. Wenn noch ein Platz frei ist, ist die Ausbildung, der Ausbildungsgang noch eingeblendet und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bald persönlich mal kennenlernen. Vielen Dank.